كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. Das töten in Islam. Töten eines Menschen. Wie sieht der Islam dieses Verbrechen? Es reicht dieser Hadith. Es reicht dieser Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde töten, dass er subhanahu wa ta'ala dies zu den sieben vernichtenden Dingen zählt. Und in einer Ayah in Surat al-An'am sagt Allah subhanahu wa ta'ala: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق sprich kommt her. Ich will verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts zur Seite stellen und den Eltern Güte erweisen. Und ihr sollt eure Kinder nicht aus Armut töten. Wir sorgen ja für euch und für sie. Ihr sollt euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie offenkundig oder verborgen. Und ihr sollt niemanden töten, dessen Leben Allah unverletzlich gemacht hat, außer wenn dies gemäß dem Recht geschieht. Das ist es, was er euch geboten hat, auf dass ihr es begreifen werdet. Was heißt, tötet nicht den Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat zu töten. Das heißt, liebe Brüder, wie die Gelehrten sagen, Allah hat es verboten, dass man die Menschen tötet. Deswegen macht nicht, was Allah verboten hat. Tötet nicht den Mensch, was Allah eigentlich verboten hat, zu töten. Es ist grundsätzlich verboten, einen Menschen zu töten. Und deswegen, liebe Brüder, die erste gravierende Sünde, die erste schlimmste Sünde, die auf dieser Erde gemacht hat, wal'iyadu billah, gegenüber anderen Menschen, das war das Töten. Zwei Söhne von den vielen Kindern von Adam, der Urvater der Menschheit. Zwei Söhne, einer heißt Qabil, das ist der Mörder, und Habil, das ist der fromme Diener, der getötet wurde. Er hat ihn getötet aus Neid. Weil Allah subhanahu wa ta'ala von ihm seine Taten angenommen hat und von dem anderen hat Allah nicht angenommen, weil er kein aufrichtiger Mensch ist. Und Allah hat Qabil seine Gnaden erwiesen, indem er eine Frau geheiratet hat. Der andere wollte unbedingt diese Frau heiraten. Und da kommt der Neid, was der Satan gerne noch ernährt und füttert, dass das immer stärker wird. Und dann hat er seinen Sohn, seinen Bruder, seinen leiblichen Bruder getötet. Allah sagt im Koran: وَاتْلُ مَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا فتكون من أصحاب النار.
mein Opa ihm erzählt hat, dass mein zweiter Opa ein Widerstandskämpfer im Südmarokko war. Und er war Führer in dem Atlasgebirge gegen den Franzosen. Und er hat viel, viel gekämpft. Er erzählte mir, in der Zeit, wo sie nach Süden kamen und sie fanden einen starken Widerstand, dann haben sie nichts mehr unterschieden zwischen normalen Zivilisten oder Kämpfern. Sie haben einfach auf der Straße getötet und sie haben das sogar auch gewinnt, wie Leute, Kinder und Frauen auf der Straße fallen. Wir sagen Subhanallah. Subhanallah. Da brauchen wir uns nicht zu zeigen. Oder jemand sagt mir vielleicht, ach, das waren die Kolonialisten. Das war Kolonialzeit. Das war dunkle Zeit. Alles klar. Dunkle Zeit. Wenn es wirklich dunkle Zeit gewesen wäre, dann möchten wir bitte schön eine offizielle Entschuldigung von Frankreich und von Italien und England hören. Offizielle Entschuldigung. Jetzt entschuldigt sich Deutschland für den Tod von den Juden. Offiziell und mit Steuer und Gelder und. Ist unser Blut Wasser? Da brauchen wir zumindest eine Entschuldigung von den jetzigen guten, hochzivilisierten Gesellschaften, die behaupten, sie wären gegen Mord. Da brauchen wir eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung. Über das Nächste sprechen wir später. Das Nächste ist Blutgeld. Für jeden Kopf Milliarden Euro. Milliarden Euros müssen gezahlt werden. Und nicht nur die Menschen wurden getötet. Das Land selbst wurde ausgebeutet. Politisch, wirtschaftlich, total zerstört. Und durch diese Zerstörung leiden wir bis heutzutage. Denkt ihr, die Entwicklung kommt einfach so? Einfach so. Von heute auf morgen. Das ist die Wahrheit. Und wir sind in einem Rechtsstaat, wo wir unsere Meinung sagen können. So ist unsere Sicht. Eine offizielle Entschuldigung. Sie wissen ja, ihr habt ja gehört, Türkei wollte ja zur Europäischen Union kommen. Und dann sagt der Sarkozy, er sagt zur Türkei oder wer war da war, er sagt, du musst dich erstmal entschuldigen über die da lesen, über die Griechen. Armenier, genau. Und dann haben die Bruder Erdogan, er hat gesagt, ihr müsst euch auch entschuldigen. Was ist Armenien? Da müssen wir noch ermitteln erstmal. Aber es war Algerien. Und dann hat er den Mund zugemacht. Er weiß, wenn er sich entschuldigt, offiziell entschuldigt, dass er verpflichtet ist, Blutgeld zu zahlen. Und da sagen wir, Subhanallah. Da sprechen wir nicht über diese dunkle Zeit. Da kann jemand sagen, da waren schlimme Leute, war Hitler und Waller. Das waren schlimme Leute, das musst du an dieser Zeit. Wir sprechen über diese Zeit. 2008, nicht mal 2007. 2008. Völker wurden in diesem Jahrhundert, diesem neuen Jahrhundert ermordet. Seit 2001. Völker. Hören wir nicht, was in Fallujah war? Eine ganze Stadt wurde total zerstört. Wie sie bei Hiroshima und Nagasaki gemacht haben, Menschen in Massenvernichtung und sie suchen Massenvernichtungswaffen. Da wollen wir erstmal bei euch suchen. Was ist diese Doppelmoral? Oder ist der Herr der Erde heutzutage? Meint ihr, ihr seid der Herr? Allahu Akbar! Allah ist groß und ist am größten. Und er ist der Gerechteste. Und deswegen sagen wir, ein Brief von uns Muslime. Heute werdet ihr hören, was der Islam über das Töten sagt. Wie schändlich und wie schlimm das
hättest du die ganze Menschheit getötet. Und weißt du wie? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erzählt uns, dass diese Zeit Ende der Zeit sein wird. Vor 1500 Jahren erzählte er, wie es in Sahih Bukhari steht, ein Muslim, er sagte, لا تقوم الساعة حتى يكفي الحرج. Die Stunde wird nicht kommen. Was heißt die Stunde? Ende der Zeit. Die Stunde wird nicht kommen. Erst wenn Haraj viel wird, dann sagen sie, was ist Haraj? Dann sagt er, Al-Qatl, Al-Qatl, Al-Qatl. Das Töten, das Töten, das Töten. Das ist viel geworden. Und zwar richtig viel. In jeder Sekunde sterben jetzt Leute. In jedem Tag sterben Leute. Und leider, heutzutage wird Unterschied gemacht zwischen dem Blut von den verschiedenen Menschen und Bevölkerungen. Im Blut einer Europäer ist nicht wie Blut von einem Afrikaner. Im Blut von einem Asiaten ist nicht wie der Blut von einem Amerikaner. Mashallah. Mashallah, mit welcher Philosophie ist das? Warum sage ich das? Tagtäglich wird ermordet. Mit Massenvernichtungswaffen. Und total, was in Gaza passiert ist, vor Augen aller Menschen, aller hochzivilisierten Welt, keiner hat einen Ton gegeben. Unsere Brüder, 1,5 Millionen Menschen in Gaza, haben gelitten, bis sie diese Eisenmauer zerstört haben, weil sie nicht mehr konnten. Keiner hat sich bewegt. Um diese Blockade zu verabscheuen oder diesen Menschen zu helfen, obwohl die Krankenhäuser einen Alarm gegeben haben, in 12 Stunden werden uns sicherlich 70 Menschen werden bei uns sterben, nur weil es keinen Strom gibt, weil sie eine Beatmung, eine künstliche Beatmung brauchen. 70 Menschen. Ach, das sind nur 70 Muslime. Egal, alle haben abgeguckt. Alle haben abgeguckt. Sie sagen, Leute, in 12 Stunden sterben 70 Leute. Keiner kümmert sich darum. Keiner sagt etwas. Das sind nur die im Krankenhaus sind. Aber in anderen Orten, in 3 Tagen sind 200 Menschen gestorben. Alle haben geguckt. Aber sie gucken wieder zurück. Wo? Ja, ein Delfin wurde in einem Meer, was? Ein Hai wurde geangelt. Das ist verboten, das ist Tierenrecht. Für einen Delfin alle sprechen. Oder Darfur, wenn es über Darfur geht, ein paar Christen, die Probleme in Sudan machen, die Sicherheitsrat und Nationen-Uni, alle treffen sich zusammen. Oh, wir müssen Frieden schaffen. Aber da guckt mal ab, guckt mal weg. Da darfst du nicht gucken. Da darfst du nicht gucken. Wir sind ja gefesselt von ihnen. Wir sind gefesselt. Wir wissen alles. Die Mutter und das Kind, die Tochter. Und wir wissen alles. Aber die Gerechtigkeit siegt am Ende. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt kein Unrecht auf dieser Erde. Egal, woher dieser Unrecht kommt. Sei es von den Nicht-Muslimen oder von den Muslimen. Egal. Es gibt keinen Unterschied. Wir haben zwar die hohe Entwicklung erreicht, aber wir haben den Menschen nicht die Sicherheit gegeben. Jeder hat Angst. Jedes Land hat Angst um sich. Heute sogar unter den Wahlthemen, wenn jemand die Wahl in der Wahl Sieg haben möchte, dann muss er eine Karte rausnehmen. Sicherheit. Innensicherheit. Ja? Das ist das Wichtigste aller Wichtigsten. Überall Innensicherheit. Überall. Überall wird getötet. Und wir sagen, wir sind gegen diese Doppelmoral. Wir verabscheuen jede Art von Terror, der Menschen und unschuldige Menschen tötet, ist ein Verbrecher, ist ein Mörder.
Gibt's gerechter als das? Gibt's nicht. Wir sagen, jeder, der tötet, der Menschen tötet und Blut vergisst, ist ein Verbrecher. Der muss unbedingt hingerichtet werden. Wir sind auch gegen die Anschläge, die hier und da und hier und dort passieren. England oder Spanien oder Frankreich und so. Wir sind gegen diese Anschläge, die im Namen des Islams geschehen. Und wir werden das klar und deutlich erwähnen, wieso und warum. Aber wir sind auch gegen das, was im Irak passiert. Und das, was in Palästina passiert. Leute, 5 Millionen Menschen wurden aus Palästina vertrieben. Sie haben keine Häuser. Sie hatten Häuser. Sie hatten Land und Farm und alles. Und auf einmal kommt ein Fremder rein. Er sagt, guckt mal, vor 5000 Jahren waren wir hier für 280 Jahre ungefähr. Deswegen ist das Land, gehört das Land uns. Deswegen kommen wir zurück. Dann sagen wir doch, vor 5000 Jahren.